Keiner hat Lust, 30 Bewerbungsschreiben zu schreiben und das Motivationsschreiben einfach immer nur den Namen der Firma zu kopieren. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir das ändern? Wie können wir diesen Prozess neu gestalten, neu denken, sodass wir ein Segment, eine Zielgruppe erreichen auf eine spielerische und inspirierende Art und Weise? Es ist ein digitaler Event. Das heißt, wir haben eigentlich in Fortnite Creative 2.0 ein eigenes Game, eine eigene Brand World für die Swisscom gebaut, wo die Teilnehmer Challenges erfüllen müssen, wo Skills abgefragt werden, die die Swisscom im Bewerbenden sucht, wie Drive to Succeed oder kreative Problemlösefähigkeiten. Und jeden Monat gab es einen Highscore, der dann wieder aktualisiert wurde. Und die Top 3 haben sich so ein Bewerbungsgespräch bei der Swisscom erspielt. Quasi gamen statt bewerben. The War of Talent ist in vollem Gang. Und was macht man, wenn die Talente nicht zu einem kommen? Die Firmen müssen zu den Talenten gehen. Und genau das hat die Swisscom getan und in Fortnite eine eigene Welt aufgebaut, wo Gamer in einer Job-Challenge um ein Job-Interview spielen konnten. Sie hatten schon erste Erfolge, erste Verträge wurden unterschrieben, 1,7 Millionen Leute haben das Spiel schon gespielt. Das hat aus unserer Sicht einen großen Award verdient.